Okay, wir speichern. Ach, ich will immer das Reh schlagen. Dabei ist das Reh ja ganz schön. Ganz süß. Hast du tolle Rehe. Und hier bin ich doch zu mir gekommen, oder? War das hier? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Keine Angst, ich will den Bereich nicht verlassen. Ach, hey. Gut, da kann man nicht durch. Ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Nein, komm. Das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Wow. Ja, scheint so, ne? Ich könnte den blauen Teleportstein verwenden. Wobei, das ist was, das bekommt man ja ganz selten wahrscheinlich. Wo sieht das hier? Das sieht ja alles so anders aus irgendwie. War das schon die Gegend, wo wir gestartet haben? Nee, die Gegend, wo wir gestartet haben, war ja hier, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Ja, es müsste hier gewesen sein. Genau, das sieht so schön aus alles. Hase! Ja, genau. Toll. Stimmt, ich könnte ja eigentlich auch ein bisschen schneller laufen. Das vergesse ich immer. Hey! Ja, im Endeffekt wird es nicht besser. Wir müssen hier zurücklaufen. Hilft alles nichts. War hier ein Resonanztor? Nö. Yeah! Naja. Ein bisschen Erfahrung ist es auch. Auf, weil sie gehen. Ja, da unten wäre jetzt der Punkt, wo man weiter kann. Aber ich nicht, weil ich komme nicht durch. Menno. Okay. Ja, komm. Nee, falsch. Hier will ich hin. Ein Stein, mit dem du dich einmalig von einem Speichermonument auf die Weltkarte teleportieren kannst. Ach so. Müssen wir zu einem Speichermonument. La 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 la. Ja, gut, hier ist ein Speichermonument. Speichern oder teleportieren. Weltkarte. Ja. Danke. So, und jetzt machen wir etwas Komisches, aber ich kann hier, hierher. Ist dann die Frage, wo kommen wir daher? Das ist ein neuer Eingang. Komm, da gehen wir hin. Die Lichtung aus dem dunklen Eingang. Wow, gut, hier gibt es einen Schatz. Ich muss hier aufpassen. Nicht, dass ich hier irgendwo hinkomme, wo ich nicht hin will. Ach ey. Wollte ich so eigentlich jetzt nicht, aber naja. Nein! Mensch! Spiel! Was willst du von mir? Ja, gut. Oh. Yay! Na toll. Jetzt ist das wieder nur so ein blöder Krabbeldurchgang. Was willst du von mir? Spiel! Ach, hey. Also ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Leider. Nö. Nein, leider. Okay. Naja. Ein Versuch war es wert. Ich habe zwar keine Ahnung, warum wir das jetzt so gemacht haben, aber naja. Wir müssten in das Dorf, aber wir gehen jetzt noch in die Weinstätte. Das machen wir noch. Ach, wie schön. Es schneit hier. Zugang. Wie jetzt? Ich kann hier rein, oder was? Ja, komm, dann gehen wir da rein. Ein altes Gebäude. Hallo!
Das sind meine Freunde, die purpurne Resonanz stellen. Interessant. Klar, das sind meine Freunde, die ich gefunden habe. Sehr schön. So. Ach ja, und ich habe gleich auf Anhieb alles gefunden. Das finde ich schön. Also, wenn wir unsere Freunde suchen, dann, also, wenn wir unsere Freunde gefunden haben, können wir hierher. Gut, dann gehen wir im Schnell ins Dorf Aurora. Ja, komm, gehen wir hier hin. Gehen, nein. Freunde? Moment, wie hieß der eine jetzt, wo wir... Die Mission? Nee. 5 Kobold heute. Fail. Korbin. Wer war das jetzt? War der, dass der Korbin am Dorfanfang? Nee, oder? Gihen. Ja, toll. Ja, mit Namen merken habe ich es nicht so, ne? Das ist mein Problem. So. Okay, Kiste, Grubheim liegt die Ruine, aber du hast einen Zettel von einem Mädchen namens Sai gefunden, der Moska adressiert ist. Okay, wir müssen zu Moska. Moska und der Bürgermeister, mit den beiden sollten wir sprechen. Hey! So, das Dorf. Oh, hallo. Gianni, ich wusste gern etwas über den Jungen namens Corbin. Ah, du hast ihn gesehen. Wo ist der kleine Holzkopf abgeblieben? Ich hatte gehofft, du weißt das. Sicher vertut er seine Zeit noch in Efeutat. Ich hätte diesen Jungen nicht mit meiner Wäsche betrauen sollen. Corbin macht die Wäsche außerhalb des Dorfs? Ich verstehe zwar nicht, was daran so schwer zu begreifen ist, aber andererseits hast du wohl nicht die Kapazität für rationale Gedanken. Wenn du so besorgt bist, warum siehst du da nicht nach jemandem, statt zu quasseln? Oh, ich werde ihn finden. Danach unterhalten wir beide uns ein bisschen. Zum Trocknen rausgehen. Okay, Mission aktualisiert. Gut. Muss es jetzt regnen? Moment, bleib hier. Moska, ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Oh, ist etwas passiert? Aber wir sind nach Grubheim gereist. Es ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Was? Oh nein, 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 nein. Aber wir haben eine Nachricht gefunden. Sie ist an dich adressiert von jemandem namens Sarahi. Sarahi? Oh, den Göttern sei Dank. Sie muss noch am Leben sein. Sie muss entkommen sein. Bitte zeig mir die Nachricht. Ah, was meinst du, Moska? Sie erwähnt einen Ort, den nur wir beide kennen. Es ist ein kleines verstecktes Tal nicht weit von hier. Bitte das. Geh und sieh nach, ob es ihr gut geht. Ich folge dir, aber ich bin kein Kämpfer. Aber wenn du darauf bestehst, mitzukommen, dann halt auf alle Fälle Abstand. Ja, wenn das erstmal anfängt, dieses Schwert zu schwingen, macht man am besten einen Schritt nach hinten, ja? Denn seine Klinge zischt nur so über den Bildschirm. Er läuft jetzt aber nicht mit mir. Nee. Ja, die Kiste machen wir natürlich auf. Weil jetzt haben wir ja wieder Schlüssel. Und haufenweise tolle Sachen. Ich habe eine neue Region entdeckt, das stimmt, klar, von dem, ja. 3 Zimtgebäcke. Und es blitzt und donnert. Polierter Ring. Polierter Ring? Blauer Pilz? Moment. Plus 1 Angriff, plus 4 Verteidigung, plus 2 Glück. Das ist ja cool. Gut. Ginger braucht man nicht reden. Und wir gehen in den nächsten Bereich. Ah. Mit dir reden wir natürlich schon. Oh, das. Wir schulden dir so viel. Gihan und ich werden uns hier in Aurora kurz erholen. Übrigens, könntest du mir mal mit ihm sprechen? Mir gegenüber würde er es niemals zugeben, aber ich weiß genau, dass ihn etwas umtreibt. Natürlich, wo ist er denn? Er müsste beim Westeingang zum Dorf sein, in der Nähe des Feldes, wo du uns gerettet hast. Vielen Dank für alles das. Verlorene Zeit. Nee, komm, das machen wir dann nachher, nächstes Mal. Ein Obstfachhändler. Willkommen. Ja, toll. Das Zeug kostet alles gleich viel. Gut. Moment, wir könnten in den Verkaufsmodus wechseln.
Ja, komm, das Ding verkaufen wir. Haben wir da jetzt zwei davon verkauft? Nö. Die Upgrades behalten wir uns. Die Rüstung, die wird derzeit verwendet. Aber einen dieser Ringe können wir verkaufen. Genau. Schlüssel verkaufe definitiv nicht. Die Materialien könnt ihr verkaufen, mache ich aber nicht. Genau, du ehrst uns mit deinen... Genau. Du ehrst uns mit deinem Besuch. Danke. Schauen wir hier mal. Ah, das ist schön. Da gibt es wieder was zu speichern. Hey! Speichern ist ja prinzipiell mal nie schlecht, sage ich immer dazu. So. Dann schauen wir mal, der Bürgermeister. Komm her, Bürgermeister. Ah, sehr schön, dass du wieder hier bist, Junge. Ich wusste, du wirst es schaffen. Die Angriffe der Monster eben bereits ab. Sag, was hast du getan? Hast du einen Anführer gestellt? Er war genau da, wo du ihn erwartet hast. Er sah sogar so aus, als würde er richtig gehend auf uns warten. Auf euch warten? Er war mitten in einem kleinen Dorf, umringt von Unschuldigen, die er getötet hatte. Oh nein, das kann nur das Dorf Grubenheim gewesen sein. Gaben es irgendwelche Überlebende? Nein, tut mir leid, Bürgermeister Bram. Das Wesen, das für einen Angriff verantwortlich war, sah so ähnlich aus wie eine Echse. Mit seltsamer Panzerung. Er nannte sich selbst Fuse. Eine Echse, sagst du? Vielleicht ein Mondblüter. Ich frage mich, ob Ginger mehr darüber weiß. Ginger? Das Mädchen oben am Hügel? Ihre Familie wurde vor fast einem Jahr im Dorf Zepich getötet. Zepich getötet, ja. Als eines Tages Fußmarsch einige Tage Fußmarsch entfernt im Norden liegt. Ja, reden kann ich nicht gut. Aber General Gaius und seine Soldaten wollen dort Sympathisanten der Mondblüte aufspüren. General Gaius? Was ist das für ein Mann? Ich kenne ihn nicht, zumindest nicht persönlich. Wir sprechen hier seinen Namen nur ungern aus. Ich habe ihn oder seinen Soldaten noch nie aus nächster Nähe gesehen. Doch wo sie hinkommen, hinterlassen sie Leid und Zerstörung. Warum haben sie Gingers Familie umgebracht? Weil sie den Mondblütern geholfen hat. Das gilt als Verrat. Ginger konnte entwischen, aber ihre Eltern und ihr Bruder starben. Doch genug damit. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr diese wilde Bestie aufgehalten habt, bevor sie Aurora noch näher kommen konnte. Wenn ihr Ginger wegen Fuse fragen wollt, solltet ihr euch beeilen. Es sah so aus, als wollte sie die Stadt eine Zeit lang verlassen. Viel Glück. Ja, Staub zu Staub haben wir wieder aktualisiert. Ich muss nicht gehen, denn das hört sich nur so an. Lass mich wissen, ob du die Materialien gefunden hast. Ich habe die Augen offen. Vielen Dank, du findest sie dann hier. Was? Okay. Ja, sieht so aus, als haben wir die Materialien noch nicht. Naja. Gut. Verborgener Hain machen wir. Weil vielleicht ist das ja was Praktisches. Verborgener Hain. Ach, wie schön. Ach, wie toll, da kann man natürlich wieder nicht durch. Ich muss ja unbedingt gucken, dass ich ja bald mal diesen Rolldings lerne. Oder dieses... Keine Ahnung. Boah, ich habe 50% der Karte gefunden. Efeutal. Gehen wir daher. Efeutal. Okay. Oh, nein, bitte nicht. Ja, super. So. Hey, Flamme des Inferno. Na toll. Genau, sterbt einfach alle. Diese blöden Bomben. Ich finde ja diese Speicherschreine recht interessant, weil die hier durch die Luft fliegen. Die könnten aber mit diesen Bomben echt auch mal aufhören, weil ich meine, ja. Ich brenne. Ich brenne immer noch. Na super. Brenne immer noch. Hör auf zu brennen. Darf ja wohl nicht wahr sein. Oh, da unten sind massig Schlüssel. Ja, toll. Da müssen wir natürlich auch wieder robben können. Ich muss jetzt unbedingt diese blöde Robb-Fähigkeit endlich mal lernen. So. Gut, das hätten wir. Ich will doch nur hier durch. So. Ah, und hier ist schon zu Ende wieder. Okay. Wow. Oh mein Gott! Nein! Nein! Genau. Ja, ich versuche mich gerade voll zu heilen die ganze Zeit. Oh. Alter, das war jetzt richtig böse. Hey,
Hey, bist du hier, um mir zu helfen? Bitte sag mir, dass du mir helfen willst. Lass mich raten, du bist Corbin. Du weißt aber schon, dass deine Schwester überall nach dir sucht, oder? Ich muss mich hier drin verstecken wegen der ganzen Monster. Die Monster sind weg. Du kannst also jetzt wieder raus. Bist du verletzt? Brauchst du Hilfe, um heimzukommen? Ich denke, bei mir ist alles in Ordnung. Ich weiß schon, wie ich nach Hause finde. Ich bin schon oft hierher gekommen, aber Monster gab es vorher noch nie. Du solltest besser gehen, solange die Luft rein ist. Ich muss noch Herrin Giovannis Wäsche holen. Herrn Giannis Wäsche holen. Ich habe sie dort runterfallen lassen und will keinen Ärger mit ihm. Nein, Corbin, geh du nach Hause. Ich kümmere mich darum. Oh, wow, danke. Hier, nimm das. Du wirst es dort unten brauchen. Ein weißer Resonanzstein. Der dürfte ganz hilfreich sein. Danke dir. Und jetzt beeil dich schnell zurück in die Stadt. Ja, ist ja cool. Hauptsache, meinst du das ernst? Wir sollen dem Flachschädel die Wäsche bringen? Ist das hier ein Waschauftrag oder was? Ich will nicht, dass Gianni den armen Kleinen beschuldigt. Komm, wir bringen unterwegs ein paar Monster. Das wird ein Spaß. Ja, gut. Wow. Ich habe jetzt echt einen weißen Resonanzstein erhalten. Einfach so von diesem kleinen Spobbel. Oh. Aha, okay, da ist was, ja. Hier, Corbin den Korb fallen lassen. Wir können ihn ebenso gut zurückbringen. Täuschen mich meine Augen oder hat der Korb tatsächlich neben dem Gift zum Nachbusch fallen, neben einem Bich zum, was, Gift zum Nachbusch fallen gelassen? Fidget, was geht in deinem verdrehten kleinen Oberstübchen vor? Nichts, nichts. Ich meine nur, wäre es nicht tragisch, wenn da etwas Gift zu machen in den Korb geriete? Du weißt schon, ganz versehentlich oder ganz, fast ganz. Du bist wirklich niederträchtig, Fidget, wobei... Ja, nee, komm, das machen wir. Buh, sag ich. Du bist ein Spielverderber, das. Ein ganz mieser. Ja, komm, das kannst du nicht machen. Also jetzt hat uns echt das kleine Ding gefragt, ob wir nicht den Typen vergiften wollen. Levelaufstieg, cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Kaboom. Gut, das Ding ist explodiert. Ja, wir hätten es natürlich... Oh, was ist... Ist aber nicht dein Ernst, oder? Kannst du nicht einfach hier auftauchen und Unruhe stiften? Ich könnte meine Kampfkünste erhöhen. Ja, wie jetzt? Ach so. Nee. Was machen wir? Angriff? Komm, machen wir Verteidigung, ja. Gut. Bestätigen, danke. So. Wir gehen nochmal nach oben. Wieso habe ich jetzt den weißen... Jetzt habe ich schon voll viele Resonanzsteine erhalten. So, komm her. Genau. Okay. Gut. Geheimnisvolles Wandhuhn. Aha. Oh. Gut. Wunderbar. Hallo, das hätte jetzt aber schon funktionieren müssen. Stirb! Ach, herrje. Wieso brenne ich schon wieder? Na, stirb. Zack, 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 zack. Gut. Okay, wunderbar. Wunderbar, sage ich da nur. So, das Ding ist kaputt. So. Gut. Ah ja. Ah, verstehe. Ein weiteres geheimnisvolles Wandhuhn. Nämlich zwei sogar gleich. Juhu. Jetzt ist nur die Frage, wo ist hier? Nein. Ach, ey. Ich hasse diese blöden Bomben. Jetzt ist nur die Frage, wo ist hier? Wo sollte hier ein Schatz sein? Den müssen wir jetzt schon noch finden. Ich hasse euch. Genau. Ah ja, klar. Ich weiß schon, wo der Schatz ist. Da, wo ich nicht durchkomme, weil ich ja nicht krabbeln kann. Mensch. Heieiei. Zum Glück habe ich noch 9 geheimnisvolle Wandhühner. So. Ja, komm, dann gehen wir ins Dorf Aurora. Und zwar am Anfang. Genau, weil mit dir muss ich sprechen.
Ah, Dust, vielen Dank noch einmal für deine Hilfe. Wie geht's dem Bein? Ah, das wird schon wieder. Ich brauche nur etwas Zeit zum Nachdenken. Und das ist alles? Du klingst, als hättest du etwas auf dem Herzen. So offensichtlich ist das. Also gut, ich habe es Oneida nicht gesagt, aber ich glaube, ich habe meine Taschenuhr verloren. Also, als dieser Riese uns angegriffen hat. Ah, und diese Uhr ist kostbar? Für mich schon. Für uns beide eigentlich. Sie war ein Hochzeitsgeschenk von ihrem Vater. Das einzige Erinnerungsstück, das wir noch an ihm hatten. Vielleicht habe ich sie vor dem Bauernhof verloren, bevor diese Kreaturen uns bis hierher verfolgt haben. Mit dem Bein kann ich nicht danach suchen. Ich suche danach. Vielen Dank, Dust. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet. Ja, toll, dann gehen wir eben jetzt Taschenuhr suchen. Die ist nämlich jetzt hier. Also das ist interessant. Das ist jetzt ein Zwischenlevel, oder was? Hä? Das ist echt ein Zwischenlevel. Haben wir da nicht schon?